Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger und ich bin für und mit den Freien Wählern in Sachsen jetzt auf einigen Veranstaltungen gewesen zu dem Thema Migrationspakt. Und ich möchte das, was ich dort auf diesen Veranstaltungen sage, jetzt auch in den sozialen Medien sagen. Deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Video zu drehen und zu machen. Die Frage ist ja immer, ist dieser Pakt denn nur wirklich so bedeutsam, wie alle sagen, oder ist das alles nur populistisches Getue? Die Antwort ist einfach, der Pakt ist bedeutsam. Er ist ganz schrecklich bedeutsam, er wird weitreichende Einschränkungen unseres demokratischen Zusammenlebens zur Folge haben, wie ich gleich erklären werde. Allerdings nicht, wie man denkt, durch das Thema Zuwanderung. Das ist nicht das Problem. In diesem Pakt stecken ganz andere Dinge, die uns betreffen werden. Zunächst aber noch mal kurz zu der Frage, ist denn der Pakt verbindlich? Es wird ja immer gesagt, der ist nicht verbindlich, stimmt ja alles nicht. Ein Pakt ist ein Pakt. Pactum kommt vom Lateinischen, heißt Vertrag. Pacta sunt servanda bedeutet, Verträge muss man halten. Das ist von den alten Römern übernommener Rechtsgrundsatz. Ein internationaler Vertrag entfaltet keine direkte Rechtswirkung für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die Kernaussage derer, die immer sagen, das ist ja nicht verbindlich. Das ist schon soweit korrekt. Es ist nicht gelogen, es ist halt nur die halbe Wahrheit. Weil in dem Vertrag, in der Präambel, in diesem Pakt steht in der Präambel drin, die Unterzeichnerstaaten werden diese dort definierten 23 Ziele umsetzen, werden Regelungen, Gesetze und Verordnungen schaffen, die diese Ziele umsetzen. Mit anderen Worten, ein Vertrag wird völkerrechtlich geschlossen, so steht es auch im Grundgesetz drin, hier, ihr habt das auch nochmal nachgelesen, im Grundgesetz steht das genauso drin und dann wird der Bundestag Gesetze erlassen, die diese Ziele des Vertrages in nationales Recht überführen und dann haben wir sie natürlich am Hals, legal und ordentlich. Kleines Bonbon am Rande, ich habe letztens gehört, dass die Bundeskanzlerin empört gesagt hat, sie würde das gar nicht unterschreiben, das wäre alles nur populistische Propaganda, auch nicht gelogen. Ja, völkerrechtliche Verträge werden nämlich nicht unterschrieben, die werden paraffiert, hat sie schon recht, die Frau Bundeskanzlerin, die setzt nämlich nur ihre Anfangsbuchstaben darunter, das reicht im völkerrechtlichen Sinne, ändert nichts daran, dass dieser Vertrag, dass dieser Pakt, wenn er denn paraffiert wird, in nationales Recht umgesetzt werden wird, das heißt, der Bundestag wird Gesetze erlassen, die dann regeln, was folgt. Und jetzt kommt der eigentliche Haken. Es geht gar nicht um Migration und Wege der Zuwanderung. Da mag vieles in diesem Pakt sinnvoll, nützlich oder auch gar notwendig sein. Es stecken in diesem Vertrag aber ganz, ganz üble Spitzen drin, die unsere bisherige freiheitliche, demokratische Ordnung ganz, ganz schwer beschädigen. Artikel 17, Ziel 17 des Migrationspaktes sagt nämlich, wir werden uns verpflichten, Gesetze zu schaffen, die Unterzeichner werden sich verpflichten, Gesetze zu schaffen, die Hass und Intoleranz unter Strafe stellen. Nun denkt man zunächst, das ist doch gut. So einfach ist es aber nicht. Bisher ist Hass und Intoleranz in Deutschland nicht verboten. Das Strafrecht regelt aus guten Gründen nur die wirklich wichtigen, harten Eckpunkte dessen, was nicht erlaubt und was verboten ist. Und dort ist geregelt, dass also Volksverhetzung verboten ist. Ich darf also nicht zum Rassenhass, zum Hass gegen Volksgruppen und Ähnliches aufrufen. Aber grundsätzlich darf ich schon intolerant sein. Intolerant bedeutet zum Beispiel, wenn mir nicht gefällt, dass mein 14-jähriger Sohn sich die Haare grün färbt. Ja, Intoleranz kann durchaus sein, wenn ich als Spitzensportler rumrenne und herablassend auf den Dicken neben mir gucke und sage, ja, der ist ja aber dick, der ist ja wohl willensschwach. Das kann intolerant sein, aber es ist nicht verboten. Das ist in unserem normalen gesellschaftlichen Zusammenleben möglich, sich mit solchen Sachen emotional, moralisch und ethisch auseinanderzusetzen. Das sind wesentliche Errungenschaften unserer westlichen Kultur. Seit den Zeiten der Aufklärung sind unsere Gedanken frei. Wir dürfen auch intolerant sein, wir dürfen auch hassen, wir dürfen manchmal sogar hetzen, wir dürfen nur diese harten Grenzen des Strafgesetzbuchs nicht überschreiten. Und dieser Migrationspakt verpackt nun in Ziel 17 genau das. Es werden Gesetze geschaffen, die zukünftig Intoleranz verbieten. Mit welcher Folge? Das Video, was ich hier mache, ist doch unter Umständen intolerant. Ja? Intoleranz ist juristisch gar nicht definiert, das ist ein Begriff, den es gar nicht gibt. Wer soll denn das entscheiden? Entscheidet dann zukünftig ein beliebiger Staatsanwalt an irgendeinem beliebigen Amtsgericht in Rosenheim oder wegen mir in Emden, was Intoleranz ist? Darf der dann entscheiden, dass eine Partei wie die AfD, die grundsätzlich zum Beispiel meint, sie will Zuwanderung begrenzen, dann schon intolerant ist? Die machen sich dann strafbar, die können dann verboten werden, die werden von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Die Freien Wähler, die deutlich mehr Bürgerbeteiligung wollen, die sagen, ich möchte das aber, dass gegen bestimmte Punkte auch mal vorher eine Bürgerbefragung stattfindet, dass man vielleicht eine Basisdemokratie einführt, kann man dann sagen, Moment, wenn uns das Thema der Befragung oder des Volksentscheides oder was auch immer nicht gefällt, ja, ist das dann Intoleranz? Kann ich dann einfach die Freien Wähler verbieten? Das wird passieren. Der Anfang ist immer leicht gemacht. Die Väter des Grundgesetzes haben das gewusst und die haben einen rechtsstaatlichen Rahmen gesetzt, der sehr, sehr streng regelt, was verboten werden darf. Wir neigen in der letzten Zeit dazu, immer mehr zu verbieten, weil auf diese Art und Weise die freie Meinungsäußerung immer mehr eingeschränkt werden kann. Und das will dieser Pakt am Grundgesetz vorbei machen. Und davor war nicht.
Ziel 17 des Migrationspaktes wird zu einer Verschärfung des Strafrechts führen, zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit in ganz erheblichem Umfang, zu einer Einschränkung der Pressefreiheit im Übrigen auch, das kommt dann nämlich in den nächsten Punkten, dass auch die sozialen Medien beschränkt werden sollen. Und das ist die wahre Mogelpackung. Diese Nummer wird uns hier verkauft und wird uns untergewuchtet. Und das wird der Bundestag umsetzen. Natürlich wird das umsetzen. Warum sollte denn der Migrationspakt sonst überhaupt geschlossen werden? Das heißt, es geht in Wahrheit gar nicht darum, dass man halt irgendwas gegen Flüchtlinge hätte oder gegen Migrationswege oder gegen Verträge, die da sind, sondern es ist das drinnen verpackt. Es ist eine Änderung unserer gesellschaftlichen Zusammenlebensweise verpackt. Unsere Meinungsfreiheit soll eingeschränkt werden. Freie Meinung soll bestraft werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Klipp und klar. Und deswegen wollte man über diesen Pakt offen nicht diskutieren, weil man sich gedacht hat, wenn das rauskommt, ja, jetzt kommt's raus. Und wir müssen schnellstens und dringend drüber reden. Und wir müssen dafür sorgen, dass mit allen möglichen Mitteln verhindert wird, dass unsere Meinungsfreiheit beschränkt und beschnitten wird. Unbedingt.